Wer ist das denn? Ist das dieser Knuckle Dragger, von dem er gerade geredet hat? Oh. Okay. Check this out! So, du willst also noch eine Geschichte hören. Eine, in der sich das Schicksal von Pandora entscheidet. Wenn nicht Pech, ich erzähle sie dir trotzdem. Es begann mit der Kammer, ein Alien-Gefängnis, zu öffnen mit einem mystischen Schlüssel. Die Krieger, die die Kammer öffneten, fanden jedoch zu ihrer Enttäuschung nur einen Haufen Tentakel vor. Sie zogen davon, überzeugt, dass die Kammer keinerlei Schätze enthielt. Sie irrten sich. Die Öffnung der Kammer führte zur Bildung von Iridium, einem kostbaren Alien-Element. Bald tauchte das seltene Mineral überall auf Pandora auf. Sein Vorkommen lockte viele an, auch die Hyperion Corporation. Hyperion kam nach Pandora, um Iridium zu schürfen und für Ordnung auf dem Planeten zu sorgen. Bei Grabungen stieß Hyperion auf Hinweise auf eine noch größere Kammer. Ihr Boss schwor, sie zu finden und ihre Macht zu nutzen, um die Borderlands zu zivilisieren. Aber nicht nur Hyperion hat es auf die Macht der zweiten Kammer abgesehen. Dem Lockruf von Gefahr und Beute ist nicht leicht zu widerstehen. Bestimmte Krieger kamen in Scharen nach Pandora, um ihre Geheimnisse zu ergründen. Manche nennen solche Typen Abenteurer. Andere Narren. Ich nenne sie Kammerjäger. Unsere Geschichte beginnt mit ihnen. Und mit einem Mann namens Handsome Jack. Oh yeah, meine Freunde. Damit sage ich hallo und herzlich willkommen YouTube zurück bei einem weiteren Video auf meinem Kanal Eximius LP. Viele kennen dieses Spiel vielleicht. Ein neues Display startet. Und wir spielen Borderlands 2. Ja. Ich liebe diese Szene. Für mich ein komplettes Blind Display. Ich habe bis jetzt nur dieses Intro gesehen und ja, mehr eigentlich noch gar nicht. Das Spiel ist episch. Ohne Scheiß, das macht richtig viel Spaß. Der ist so geil, der Typ. Boah, bam. So läuft das hier. Jetzt geile Musik im Hintergrund. Hallo. 2K Games Presents. Yeah. Und paff! Ein Gearbox Software Game. Geil. Das ist so geil gemacht, wirklich. Borderlands 2, meine Freunde. Ja, Borderlands 2. Das spielen wir. Willkommen, Kammerjäger. Welcome, Vault Hunters. Yo. Zu eurem Verderben. To your doom. Geil. Ja. Ich will eigentlich gar nicht so viel quatschen, weil ich diese epischen, geil inszenierten Szenen nicht überquatschen will. Das Intro ist so geil gestaltet. Ohne Scheiß. Majaya oder Maya als die Sirene. So wie es gerade eben war, Axton als der Commander oder als der Kommando, wie es da heißt. Salvador als der Ganserker. Yeah, man. So geil. Und jetzt kommt ein... Oh, dieser Charakter. Swoon, tschüss und weg. Und da ist er. Zack. Und Salto und Schraube und Fahrt. Geil. Ohne Scheiß.
Und Zero als eine Zahl. Was eigentlich verfies ist, weil Zero die Null ist, also ist er eine Null, also kann er gar nichts. Naja. Bam, so läuft das hier bei uns. Beziehungsweise auf Pandora. Bei den Borderlands. Wie uns gerade schon erklärt wurde. Ja, wir befinden uns hier jetzt im Auswahlmenü. Ich muss sagen, ich habe keine Ahnung, welchen ich nehmen soll. Erstmal gucken hier. Also wir haben Axen, den Kommando. Zero, den Assassinen. Maya, die Sirene. Und Salvador den Ganzjäger. Und ich habe alle DLCs, also alle Erweiterungen, weil ich mir die Game of the Year Edition gegönnt habe. Deswegen haben wir auch noch Garsch, Geige, keine Ahnung, den Micromancer und Krieg, den Psycho. Also der, die und er fallen schon mal aus der Auswahl heraus. Weiß ich nicht. Bass, Axtrandale, aggressiver Gefechtsraufbold, hört sich jetzt nicht so dolle an. Facelock, beherrschte Gezeiten des Schlachtfeldes, ja, klingt ganz interessant, aber was ich so jetzt bereits in dem Trailer davon gesehen habe, weil ich mir den Trailer zu Borderlands 2 angeguckt habe, ist das auch nicht so dolle. Und das finde ich jetzt auch nicht so toll, aus großer Distanz schießen oder Hälse aufschlitzen. Was ich interessant finde, ist dieses Geschütz, das finde ich sehr interessant. Den Death Trap. Das finde ich geil. Und das Gunserken. Also, ich kann euch das vielleicht kurz erklären. Gunserken ist, normalerweise hat man halt eine Waffe in der Hand und Gunserken hat man dann in beiden Händen eine Waffe. Also, man schießt mit zwei Waffen auf einmal. Also, doppelte Angriffskraft. Dann, Death Trap ist, glaube ich, irgendwie so eine komische Maschine. Die, ich weiß gar nicht, ob die selber feuert. Auf jeden Fall ist die so eine Art Abwehrschild. Aber halt auch so eine eigene Persönlichkeit, nenne ich das jetzt mal. Und das Geschütz, ja, ist halt ein Geschütz, was wir im Intro schon gesehen haben. Schock- und Explosionswaffen gefällt mir da schon mal nicht, also fällt das auch raus. Und größere Knarrenangriff ist auch nicht so mein Ding. Also größere Knarren schon, aber Angriff ist jetzt so, das hört sich so an, als wenn er überhaupt nichts aushält und ganz schnell tot ist, obwohl er, wie man das sieht, Muskeln und Hände hat. Ich entscheide mich für Echsen. Weil ich sehr gespannt bin, was das Geschütz so alles kann. Also Kopf, was haben wir jetzt aus? Mal Echsen, Radar Ranger. Wetworker, nee, ich bleib bei Echsen, sieht am besten aus. Echsens Ordnungsanzug, da gucken wir mal. Es sind alles nur andere Farben, glaube ich. Ja, ich muss ein bisschen leiser tippen, man hört die Maus, glaube ich. Die Tastatur. Ich bin sehr gespannt, wie das hier aussieht. Ich würde gerne irgendwas mit Grün nehmen, weiß ich nicht. Irgendwas schön hellgrünes, sowas, nee. Schlange im Gras finde ich eigentlich ganz hübsch. Soll ich das mal nehmen? Ja, ich nehme... Na, da sind die Haare so hässlich. Ich bleib beim normalen Ordnungsanzug. Name? Na, weiß nicht. Wird man in dem Spiel mit dem Namen angeredet? Nehme ich Eximius, lasse ich das LP weg. So, Charakter bestätigen. Los geht's, yeah. Okay, wo sind wir jetzt? Noch ein toter Kammerjäger! Handsome Jack war fleißig! Okay, wer ist das? Ich glaube, ich weiß, wie der ist. Der ist Claptrap, der war in Teil 1 auch schon. Du bist nicht tot! Ja! Jetzt komme ich von diesem Gletscher runter! Claptrap, dein metaphorisches Schiff ist endlich gekommen! Okay, ist Claptrap. Darf ich mich vorstellen? Ich bin ein CFO PTP Steward Bot. Aber meine Freunde nennen mich Claptrap. Mich so nennen, wenn sie noch leben würden oder je existiert hätten. Oh, der Arme. Ich hab da was für dich. Hier, nimm diesen Echo-Communicator, den ich ganz sicher nicht einer dieser Leichen abgenommen habe. Er ist mit einem Klasse 12 Heads-Up-Display und einer Minikarte ausgestattet. Und jetzt, mein Freund, schaffen wir dich rein. Okay. Fantastisch. Iridianische Artefakte. Du hast ein iridianisches Artefakt gefunden. Artefakte verschaffen... Boah, die kleinere Boni für bestimmte Aspekte deines Charakters. Es gibt viele verschiedene Arten von Artefakten. Versuche, das zu finden, das am besten zu deinem
Spielstil passt, okay. Naja, goldener Schlüssel erhalten. Ein goldener Schlüssel in Sanctuary. Irgendwie Beutelkiste, okay. So, jetzt immer hier hinterher rennen. Du hast gesagt, du willst nicht mehr laut denken. Alles, aber sei gewiss, es gibt einen Grund, dass du noch lebst. Und ich bin hier, um dir zu helfen. Ich denke mal, wir müssen da hinten hin, ne? Was ich vielleicht noch kurz erklären will, ich habe ja ursprünglich gesagt, beziehungsweise in dem letzten Part von Tomb Raider habe ich, meine ich, gesagt, dass ich Assassin's Creed 4 Let's Play mich... Oh, das ist eine Kiste. Oh, Massenaufnahme. Du kannst E gedrückt halten, um alle Nachschubobjekte, Munition, Geld, Medipacks gleichzeitig aus einer Kiste zu nehmen. Oh, nice, das wusste ich noch gar nicht. Ja. Woher denn auch? Ich habe das Spiel nicht gespielt. Ah, okay, so, was machst du jetzt? Und öffne dich! Aha. Kleiner Beitrag zur erhöhten Sicherheit. Man muss diese Bullymonks in Schach halten, sonst reißen sie an die Augen raus. Okay, gut, ich hatte ja gesagt, ich möchte Assassin's Creed 4 Let's Playen. Aber ich weiß nicht, ich habe mir das jetzt angeguckt und ich habe es auch gespielt, ich habe auch zwei Parts davon aufgenommen. Tut mir leid, wie es hier aussieht. Jack lädt alles, was er killt, hier ab. Banditen, Kammerjäger, Claptrap-Einheiten. Wenn sich das jetzt fröhlich anhört, dann nur, weil das meine Standardstimme ist. In Wirklichkeit bin ich sehr deprimiert. Okay. Die Kreaturen in dieser Gegend sind gefährlich. Zum Beispiel dieser Bullymog namens Knuckle-Dragger hat alle getötet, die ich kannte. Wie auch immer, ich habe eine Pistole in dem Schrank da drüben für Notfälle. Aber hier drin sind wir ja sicher. Was ist das denn? Ist das dieser Knuckle-Dragger, von dem er gerade geredet hat? Oh. Okay. Gut. Update-Tab. Meine erste Knarre, besorge dir eine Waffe. Die Knarre im Schrank. Lol, wo kommen die beiden Waffen jetzt her? Okay. Meine erste Knarre nehme ich an. Vor langer Zeit veränderten vier Kammerjäger Pandora für immer. Doch diese Zeit ist vorbei. Dank Wahrscheinlich. Jack braucht Pandora einen neuen Helden. Ich weiß, dass du dieser Held bist. Danke. Abgesehen von den entsetzlichen Schmerzen ist das alles super. Ich habe schon auf einen Kammerjäger gewartet, der mir hilft, nach Sanctuary zu kommen. Toll. Ich werde dein weiser Anführer sein und du mein furchtloser Untertan und Handlanger. Oh, Toilette. Na, ja, ich habe auch schon zwei Parts davon aufgenommen, aber das macht mir nicht so viel Spaß. Also Assassin's Creed 4 ist an sich ein geiles Spiel. Aber das zu Let's Playen ist, weiß ich nicht, das ist... Ja, das gefällt mir nicht so sehr. Ich hoffe, ihr könnt das verzeihen. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Deswegen habe ich mich entschieden, da dieses Spiel gerade im Angebot ist. Wenn dieser Part rauskommt, soll es auch noch im Angebot sein. Die Game of the Year Edition für die Hälfte des Preises. Für nur 22,49 €, glaube ich. Gönnt euch das Spiel. Unbedingt. Wenn ihr nicht wollt, dann nicht. Okay. Machen wir das. Und, dann... Ja, können wir das zusammen durchspielen. Yay. Mein sehender Untertan. Warne mich, bevor ich irgendwo anstoße. Vorsicht. Mann, du bist doch doof. Doch gesagt. Ja, hab ich nicht. Ja, und deswegen habe ich mir dieses Spiel gekauft und ja. Stopp, Vorsicht! Oh, du bist ein Pölpel. Ja, was wollte ich noch sagen? Keine Ahnung, ich soll ein bisschen über das Spiel reden. Er hilft dir, von diesem Gletscher herunter und nach Sanctuary zu kommen. Danke. Bist du in Sicherheit. Sehr schön. Ja, ich bin sehr gespannt, was dieses Spiel so mit sich bringt. Kann ich die kaputt machen? Die leuchten sehr grün. V, ich erinnere. Ich höre Bullymonks. Fass Untertan. Beschütze mich, Ja, ja, ja. Oh, Mann. Immer diese Spannungsbremsen, ey. Umgebungswegpunkt. Deine Mission hat einen Umgebungswegpunkt. Umgebungswegpunkte geben dir grob die Umgebung deines Ziels an, aber du musst dort selbst suchen, um es zu finden. Okay. Na, jetzt, stirb, komm schon. Nein. Oh, sehr schön. Stirb. Nein. Nicht allein. Fuck. Und stirb. Ja, voll. Schuss. Yes. Bam. Da kommen noch ein paar mehr. Stirb. Mongolet. Stirb. Nein. Hat nach. Komm schon. Stirb. Oh, sehr gut. Das war ja einfach. Wenn wir mein Auge nicht zurückkriegen, kommen wir nie nach Sanctuary.
Gut, ja, und deswegen spiele ich jetzt dieses Spiel hier. Ich hab ehrlich gesagt richtig Bock hier drauf, weil, also, Kumpel von mir hat das, der liebe Fabio. Und ich habe ja damals auch mal angefangen, Borderlands 1 zu let's playen, was ja leider abgebrochen musste. Abgebrochen wurden musste, ja. Geil. Du brauchst die Hilfe dieses lustigen kleinen Roboters, um Sanctuary zu erreichen. Die letzte Bastion des Widerstands gegen Jack. Okay. Und sehr der einzige Ort, wo du sicher bist. Und seine Mom ist gerade weg. Ja. Ja, Borderlands 1. Alles klar. Borderlands 1 Display musste ja leider abgebrochen werden. Weil die Mutter von Fabio den Rechner formatiert hat und da halt alle Spielstände von Fabio drauf waren und so. Und deswegen können wir das nicht weiterführen. Aber Borderlands 2 wollten wir dann nachher eh spielen und Fabio hatte das bereits gespielt und hat mir gesagt, wenn, dann spiel du das mal lieber alleine, ne? Nicht, falls dann irgendwas passiert. Das war eh schwer mit den Aufnahmezeiten. Aber jetzt ist ja alles okay. Ja, da kommen noch mehr. Ein Bullimong-Bike, ein Magnet. Shit, 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 shit. Shit, nein, nein, nein. Halt, nein. Sehr gut. Verreck. Oh, sehr gut. Sehr schön. Ja, Moment, hier erstmal. Hier, komm, raus da jetzt. Ausklagen. Ja, ich... Hey, Kiddo, Jack hier, Präsident von Hyperion. Okay. Ich werde dir erklären, wie es hier läuft. Kammerjäger taucht auf, Kammerjäger sucht nach neuer Kammer, Kammerjäger wird gekillt von mir. Siehst du das Problem? Du lebst noch. Könntest du mir also einen Gefallen tun und dich selbst erledigen? Das wäre nett, Herzchen. Nee. Und öffne dich! Nice. Man kann hier voll nicht reden, weil man wird immer unterbrochen, ey. Das heißt, derjenige, der mein Auge hat, ist ganz nah. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Knuckle, fuck, Knuckle Dragon, das wird wehtun. Scheiße. Oh mein Gott.